Montageträger, Schrauben und Dübel sind in der Lieferung in einem transparenten Säckchen mit der Aufschrift Zubehör und Karten. Erforderliches Werkzeug sollte griffbereit sein. Verlängern Sie die Nische bis zur Decke und markieren Sie diese Stelle. Nun messen Sie von dieser Stelle den gewünschten seitlichen Überstand der Anlage hinzu. Der rechte und linke Trägerclip muss vom seitlichen Ende ca. 10 cm nach innen montiert werden. Teilen Sie die weiteren Montageträger auf die übrige Breite gleichmäßig auf. Nun können die Montageclips montiert werden. Die Schiene muss in dieser Weise auf dem Clip an der Decke befestigt werden. Nehmen Sie die Stoffpaneele und kletten Sie diese auf den Paneelwagen an. Nehmen Sie die Beschwerung und befestigen Sie auf beiden Seiten die durchsichtigen Eckkappen. Nun schieben Sie bitte die Beschwerung in den dafür vorgesehenen Tunnel am Panelende. Nun können Sie die Panelwagen nach Wunsch verschieben.